Helfkovic, Sie sind jetzt seit 2 Jahren der Erfolgsgarant bei Garmisch-Partenkirchen. Erklären Sie doch mal, woher kommt so ein Torriecher? Ja, diese Worte. Kein Problem. Ja, woher kommt er? Ich denke, den hat er mit in die Wiege gelegt bekommen. Also wenn man so mit ihm redet, von klein auf, aber eigentlich schon immer, hat er seinem großen Vorbild, Pippo, nachgeeifert. Ja? Ja. Inzaghi, und ja, ich denke, das ist eben mit in die Wiege gelegt worden. Schnelligkeit, Torriecher, hat er eigentlich von klein auf gehabt. Was bedeutet es für Sie, so einen Goalgetter in der Mannschaft zu haben? Der fliegt einem ja auch nicht jedes Jahr so zu, oder? Das nicht. Ist natürlich ganz wichtig, wenn man weiß, man hat vorne einen Stürmer, der jederzeit für eine gute gut ist. Tut jeder Mannschaft gut, ist ganz klar. Wobei er jetzt nicht mehr alleine ist. Wir haben jetzt uns da breiter aufgestellt. Aber wie gesagt, er ist halt einer von 2, 3, 4, die da vorne die Buden machen können. Und das ist für jeden Trainer und für die Mannschaft ein Segen, ganz klar. Du hast in Serbien ja auch schon Fußball gespielt, hast auch höherklassig gespielt dort. Was bedeutet jetzt in Garmisch zu spielen vor so einer Kulisse? Die Berge sind ja gewaltig, die Zuschauer auch. Glaube ich einfach. Das geht schon. Das ist kein Problem. Ja, du kannst es wirklich sagen. Gefällt es dir in der Mannschaft? Gibt es gut in der Mannschaft? Ja, gefällt es dir gut? Gut. Gute Kollegen. Garmisch-Stadt ist perfekt. Was ist mit dieser Mannschaft noch drinnen? Du bist jetzt seit 2 Jahren da, bist trotzdem geblieben, obwohl du so viele Tore geschossen hast. Da klopft doch mal der ein oder andere höherklassige Verein dann an, oder noch höherklassiger. Der bleibt bei uns, da können sie anklopfen, wie sie wollen. Der bleibt erst einmal bei uns. Wie bist du mit den Anfragen umgegangen? Alles zurückgeschmettert, oder? Ja, meine Anfragen kann jeder mal immer, aber ich meine, hat sich hier eingelebt, hat jetzt eine Wohnung, hat hier einen Job, einen guten Job jetzt noch angefangen am 1. Juli. Ich denke, der macht richtig Spaß. Jetzt sind wir aufgestiegen, spielen in der Bezirksliga, haben die Mannschaft auch verstärkt. Und ich denke, es macht in jedem Training Spaß. Ja. Ja, also da muss jetzt schon, sag mal, ein Granatenangebot kommen, denke ich. Ja, also meine, in dem Jahr ist sowieso, meine, ist er bei uns, und was nach der Saison ist, wird man sehen. Aber wie gesagt, Anfragen können gerne kommen, aber die müssen schon das gleiche Paket dann bieten, oder mindestens das gleiche Paket bieten. Und, ja, bei sehen. Welchem Verein würdest du schwach werden? Bei welchem Verein würdest du gerne spielen? Ja. Bei welchem? Bei welchem? Bayern München. Ja, Bayern München. Jetzt spielt ihr dieses Jahr Bezirksliga, Garmisch ist zurückgekehrt. Wie könnt ihr in der Liga bestehen? Es ist gerade bei regionalen Vereinen ja oft schwierig, dann sich in solchen Ligen dann auch beweisen zu können, weil man ja auch versucht, ihr setzt auf junge Talente und habt das als Richtung ausgelegt. Wie könnt ihr da bestehen in so einer Liga? Ja, das ist ja genau. Also wenn diese Ausrichtung hat ja, sagen wir, mit der Übernahme der neuen Vorstandschaft vor 5 Jahren begonnen. Und jetzt fangen wir schon langsam an. Ich meine, wir haben jetzt am Wochenende auch wieder einen jungen Spieler drin gehabt, einen Naber Michi, der in der Anfangsformation schaut, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt. Letztes Jahr ja schon mit dem Bonivaz Jonas, ja, der eigentlich noch A-Jugend hätte spielen können. Es schnuppern jetzt auch 2, 3 99er, also die eigentlich noch A-Jugend spielen, mit beim Training mit rein. Also von daher haben wir uns da, was die eigene Jugendarbeit angeht, haben wir uns da dementsprechend aufgestellt, ernten jetzt auch die Früchte. Und man sieht jetzt auch an den Neuverpflichtungen, ich denke, dass wir jetzt mittlerweile auch mit der Bezirksliga im Landkreis einfach am höherklassigsten und am attraktivsten sind, und auch da Leute, die halt einen sportlichen Anspruch haben, sicherlich hier auch eine Heimat finden können. Ja. Wie viele Tore hast du dir in der Bezirksliga vorgenommen? Wie viele willst du schießen? 30 Minuten. 30 Minimum. Vor 2 Jahren hast du mal gesagt 50 Minimum bis Ende der Saison. Hat nicht ganz geklappt. Aber 30 kriegst du hin. Okay, das heißt, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hier vorbei. Okay. Sehr gut. Mit wem wirst du das Bier trinken? Stadion. Wir, mit dem Team. Ganz klar. Team, zusammen. Super, perfekt. Verein sein. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, danke, gerne. Danke.